Wie bitte, was sagst du? Peter ist echt drin. Wer? Peter wieder. Geil. Gut. So. Herr Springer, wir sind immer noch professionell. Wie sieht's aus? Haben Sie eine Auswertung für den heutigen Abend? Naja, Stand jetzt kann man von einem Teilsieg sprechen, über den ich teilzufrieden bin. Mein Anspruch war es, stärkste Kraft zu werden. Und das war auch der Anspruch unserer Mitglieder und auch der unserer Wähler. Stand jetzt, die Auszählungen sind noch nicht durch, haben wir das Ziel knapp verfehlt. Aber wir haben sehr, sehr viele Erfolge verbuchen können. Wir sind stärker geworden. Und das trotz einer hart geführten Kampagne gegen uns. Und im Grunde war da eigentlich niemand, der nicht beteiligt war. Das war der öffentlich-rechtliche Rundfunk, die Mainstream-Medien, die sogenannte staatlich finanzierte Zivilgesellschaft. Und am Ende gab es offensichtlich auch über Kompakt ausländische Spender, die einzelne Kandidaten gegen uns unterstützt haben. Unter diesen Bedingungen dann doch so stark zu werden, das ist ein Erfolg, auf den können wir stolz sein. Stolz sein können wir auch, dass die Grünen und die Linken nicht im Parlament sind. Also die größten Volkshasser haben wir aus dem Parlament gejagt. Und wir müssen feststellen, wir haben die Jugend auf unserer Seite. Das heißt, die Zukunft gehört uns. Und das alles sind Dinge, über die freue ich mich. Auch wenn vielleicht das ganz große Ziel, das ich mir persönlich auch gesteckt habe, nicht erreicht wurde. Momentan sieht es ja so aus, als wird die AfD die zweitstärkste Kraft, 1% weniger als die SPD. Ist das doch ein knappes Ergebnis? Was bedeutet das jetzt für Brandenburg? Naja, das Ergebnis an sich, das sind nur Zahlen. Die dahinter liegende Macht und der Einfluss, das ist halt das, was wichtig ist. Und wenn wir jetzt feststellen, wir haben ein Drittel der Stimmen und haben damit eine sogenannte Sperrminorität im Parlament, das heißt, dass man für Verfassungsänderungen oder die Ernennung von Richtern unsere Stimmen braucht, heißt das, die Brandmauer ist Geschichte. Man wird mit uns reden müssen. Und das ist ja letztlich auch das, was unsere Wähler wollen. Und insofern ist losgelöst von allen Zahlen, allein die Sperrminorität zu haben und Dinge doch beeinflussen zu können, auch aus der Rolle der Opposition heraus, schon entscheidend und wichtig. Auf der anderen Seite muss man sagen, das ist hier ein kleiner historischer Erfolg, den wir heute eingefahren haben. Aber der große historische Erfolg liegt ja noch vor uns. Denn wir kämpfen doch weiter. Morgen werden wir so weitermachen, wie wir gestern aufgehört haben. Und wir werden so lange kämpfen, bis wir in diesem Land regieren. Ja, vielen Dank, Herr Springer. Dann, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ja, danke. Und alles Gute, bis zum nächsten Mal. Gibt es vielleicht noch was, was Sie noch loswerden? Ja, ich Ihnen auch einen schönen Abend und vor allem den Zuschauern einen schönen Abend. Und die Hoffnung nicht aufgeben. Wir kämpfen, bis wir gewonnen haben. Dankeschön. Alles Gute. Bis dahin. Ciao. Bis dahin.